Bayern München gewinnt den diesjährigen Wiesbadener Liliencup. Die Bayern setzten sich im Finale mit 4:2 gegen die Mannschaft des FC Basel durch. Wir wollten hier in der Defensive gut arbeiten, einen gewissen Übungseffekt haben und die Mannschaft hat Erfolg gehabt und einen besseren Trainingseffekt gibt es nicht. Hannover 96 musste sich Eintracht Frankfurt im Spiel um Platz 3 mit 4:7 geschlagen geben. Insgesamt 12 U17-Mannschaften waren bei dem Hallenturnier angetreten. Darunter die Teams von Hertha BSC Berlin, Slavia Prag und Rapid Wien. Der Liliencup fand dieses Jahr zum 20. Mal statt. Ein Jubiläum, auf das die Organisatoren stolz sind. Ja, man kann stolz sein, unser Verein kann stolz sein, die Stadt Wiesbaden kann stolz sein. Es war eine stetige Entwicklung in diesem Turnier drin, von dem ersten Turnier bis zum 20. Turnier. Die Zukunft ist auch gesichert. Wir sind in der Vorbereitung für die nächsten beiden Turniere schon wieder. Und auch die Zuschauerzahlen sprechen für sich. Also wir waren dieses Jahr mit dem Zuschauerzuspruch wieder sehr zufrieden, obwohl die Wetterbedingungen mit dem Schnee, mit dem Eisregen nicht ganz so positiv waren für uns. Ich schätze mal, dass wir gestern ungefähr 800 Zuschauer hatten und heute am Finaltag sind wir bei 1200. Die Halle platzt wieder aus allen Nähten. Wir sind sehr zufrieden mit den Zuschauerzahlen. Beste Voraussetzungen also, um in Wiesbaden auch in Zukunft internationalen Jugendfußball sehen zu können.